Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Let's Play Projekt hier auf Gaumen Gaming, und zwar Dead in Vinland. Das ist vor einigen Monaten rausgekommen und ist ein Survival-Manager-Rollenspiel. Und ich habe mir vorgenommen, das ist ein Spiel, in dem man wohl sehr oft scheitert, also wo man nicht in der ersten Runde gleich durchkommen wird. Ich werde mal die ersten ein, zwei Runden mit dem Spiel einfach let's playen, und dann werde ich es vielleicht später zum Stream-Projekt machen. Ich wollte aber erstmal hier so quasi gucken, wie das Ganze denn so ist. Und ja, dann schaue ich einfach, ob ich das als Let's Play-Projekt belasse oder ob dann mein weiterer Fortschritt in Streams stattfindet und so weiter und so fort. Und wir gucken einfach mal rein, was das hier so ist. So, wir sind natürlich Grauton. Wähle die Herausforderung. Schöner Urlaub. Überleben oder extreme Bedingungen. Wir machen erstmal Überleben. So sollte das Spiel eigentlich gespielt werden. Wahre Wikinger brauchen keine Speicherpunkte. Sie leben von Tag zu Tag und wissen ganz genau, dass sie nur den aktuellen Speicherstand haben. Das machen wir. Weil ich finde immer, solche Spiele sind nicht gedacht, um sie neu zu laden. Man kann sogar Zufallsgenerator-Optionen machen, okay. So, schauen wir mal. I've always had simple needs. A roof. A family. A peaceful life. But like the Skalds sing, you can't always get what you want. And what the gods gave me was fire and steel. Kill the bastard! They screamed. Luckily, we were warned in time. I can't forget the tears of my beloved Bloodywed when they burned down our house. Our memories. I yelled, drop these bags and row if you want to live. Escaped on a stolen boat with no map and no destination. They didn't bother to follow us. No turning back. We were exiled. Tja, doof gelaufen. This is how our miserable journey began. We drifted for days, depressed, hungry, lost. We thought we had reached the end of the world when the gods sent us the most terrible storm. Our fate was decided. Death, oblivion. Then we saw it coming out of nowhere. Salvation, or Loki's dirty tricks. So sind sie, die nordischen Götter. I just know that we must survive. Ja, das wird schwierig mit mir. Dead in Vinland. So, na dann schauen wir doch mal, ob wir das hier schaffen zu überleben. Wahrscheinlich eher nicht. Eine Familie, die ihre Heimat fürs Exil verließ, aus Gründen, die sie nicht verstehen können. Ein Langschiff im Sturm verloren. Eine Insel auf einer unbekannten Karte. Wind, Wellen und Donner. Das Schiff entzweigerissen. So. Eirik. Blodewet Kari Moira, wo seid ihr? Wir sind hier, Schatz. Es geht uns gut. Odin sei gepriesen. Der Allvater hat uns offenbar noch nicht völlig aufgegeben. Ich hätte aber nicht drauf gewettet, wenn ich so an die letzten Ereignisse denke. Kari, geht es dir gut, Kleines? Ja, Mama, mir geht es großartig. Unser Zuhause wurde niedergebrannt, Njörds bester Sturm reißt uns den Arsch auf und Papa legt eine perfekte Bruchlandung auf den spitzen Felsen einer unbekannten Insel hin. Ein perfekter Tag! Ach, guck mal, man kann auch
Was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir scherzen. Na, nee. Wir beruhigen. Solange die Familie zusammenhält, wird es uns gut gehen. Ja, ich weiß. Okay. Depression gesenkt. Die mögen sich weniger. Okay. Ach du Scheiße. Ja, das ist niedlich und so. Was sollen wir jetzt aber machen? Hast du eine Ahnung, wo wir sind, Eirik? Eirik, finde ich gut. Fast wie ich. Nein, wir sind viele Tage lang weit nach Westen getrieben. Soweit wir wissen, bis zum Ende der Welt. Hab noch nie von einer Insel so weit im Westen gehört. Ich glaube nicht, dass irgendein Nordmann jemals hier gewesen ist. Wir sollten die Umgebung erkunden und schauen, ob wir jemanden finden, der uns helfen kann. Ich hoffe, dass sich dieser jemand nicht als Eisriese herausstellt oder noch schlimmer. Wir werden ja sehen. Die Familie, noch immer vom Schiffbruch desorientiert, begann damit, sich umzuschauen. Sie beschlossen, die traurigen Reste ihres Schiffes zurückzulassen und die Wälder zu durchsuchen. Ich denke mal, man kann ja auch Schnellstart machen, dann wird man das halt alles überspringen und einfach direkt im Spiel sein. Der Wald war genauso still wie sie selbst. Die Atmosphäre wurde angespannter als... Seht mal, dort drüben, ein Weg. Kairi eilte den Pfad entlang, während die anderen ihr folgten. Sie folgten diesem Pfad fast eine Stunde lang, bis sie schließlich dessen Ende außerhalb des Waldes erreichten. Eine Holzbaracke. Scheint aber nicht bewohnt zu sein. Suchen wir erstmal nach Überlebenden. Du schaust dich eine Weile um, als du drei Haufen staubiger Knochen findest. In einem der Schädel ist ein riesiges Loch. Das sind sie. Wir haben drei Knochen! Nice! Und die Depression geht hoch. Oh Gott! Das geht ja jetzt schon alles schief. Ach, hallo, das sind Wikinger. Die werden doch wohl damit klarkommen, dass da drei Knochen liegen. Drei Leichen liegen. Also jetzt mal ganz böse gesagt. Was sollen wir jetzt machen? Jetzt versuchen wir unser Bestes, um zu überleben. Es gibt keine Hoffnung, wieder nach Hause zurückzukehren. Dort erwartet uns nur Feuer und Stahl. Deswegen müssen wir ein neues Leben beginnen. Es kann ein Land voller neuer Möglichkeiten für uns sein, solange wir zusammenhalten. Au! Au! Ich bin Frick dankbar, dass ich diese harten Umstände mit meinem Mann, meiner lieben Schwester und meiner Tochter durchstehen muss. Au! 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 Ohne meine Familie hätte ich nicht den Willen zu kämpfen und zu leben. Wir sind für dich da, Schwester. Immer. Au! Ich habe immer noch die Hoffnung, dass diese verfluchte Insel bewohnt ist. Die Zeit wird sich ganz schön ziehen, wenn wir nur zu viert hier sind. Und wir brauchen Ehemänner, wenn wir die Insel neu bevölkern möchten. True. Ich mach das. Eirik macht das. Bäh, auf keinen Fall. Niemals. Du kannst mit deinen schmutzigen Träumen im Bett bleiben. Ich werde diese Insel erkunden und sie für mich beanspruchen. Hört mal alle zu. Jetzt ist keine Zeit für Scherze. Wir haben noch einiges zu tun, wenn wir überleben wollen. Wir haben noch genug Trinkwasser für ein paar Tage, wenn wir es rationieren. Punkt. Wir können uns aber nicht darauf verlassen. Komma, meine ich. Ich habe zwei große Fässer gefunden, die wir als Behälter für unser Wasser benutzen können. Okay. Vergesst nicht, kein Wasser aus den Flüssen zu trinken, bevor ihr es nicht abgekocht habt. Ihr würdet todkrank werden. Das bedeutet also, dass wir ein Feuer machen müssen, und zwar schnell. Ich habe nur noch einen Feuerschwamm übrig. Hier bitte. Oh Gott, wir werden oft scheitern. Gut, wir müssen viele Dinge bauen, wenn wir uns hier niederlassen wollen. Ich werde eine Werkstatt mit ein paar Werkzeugen einrichten, in der wir in Ruhe arbeiten können. Wir werden aber Ressourcen brauchen. Holz, Stein, Seile. Wir können vorerst Holz aus unserem Schiff nehmen. Wir hatten auch noch ein paar Lebensmittel darauf, die wir uns holen sollten. Ja. Die werden aber nicht lange halten. Wir dürfen uns nicht zu sehr darauf verlassen. Ich habe mich umgeschaut und ein paar Sachen gefunden, die wir benutzen können. Schaut euch das an. Sehr gut. Gute Tochter. Gute Arbeit, Karin. Au! Wir sollten die Umgebung genauer erkunden. Vielleicht finden wir ja was zu essen, Ressourcen und was weiß ich. Und wilde Tiere und Fallen. Ich bin auch der Meinung, dass wir die Gegend erkunden sollten.
Wir müssen aber vorsichtig sein, weil wir nicht wissen, was uns dort erwartet. Die Art Designs finde ich sehr schön, muss ich sagen. Fangen wir mit der Arbeit an diesem Lager an. Wir haben viel zu tun. Okay. Dead in Vinland ist ein rundenbasiertes Spiel. Daher kannst du jede Zeit lassen, um über deinen Zug nachzudenken. Das ist doch schon mal schön. Jeder Tag ist in drei Abschnitte unterteilt. Morgen und Nachmittag, währenddessen deine Charaktere mehrere Aufgaben im Lager ausführen können. Und die Nacht, in der sie sich besprechen, essen, trinken und für den nächsten Tag ruhen. Deine wichtigsten Ressourcen sind dein Feuer und dein Wasser. Behalte diese Bestände immer im Auge. Klicke auf diese Schaltfläche, um die Wasser- und Feuerverwaltung zu öffnen. Momentan ist das Feuer vollständig erloschen. Du kannst das Feuer entzünden, indem du dafür 5 Holz und einen Feuerschwamm verwendest. Okay. Sobald es entzündet wurde, musst du es nur noch mit etwas Holz schüren, wenn dessen Intensität nachlässt. Sei aber vorsichtig, denn ohne Feuer wird deine Familie nicht lange durchhalten und ein Feuerschwamm ist ziemlich rar. Okay, wir müssen das Feuer also immer am Laufen halten möglichst, damit wir nicht... Damit wir nicht sterben. Sie können außerdem nicht überleben, indem sie Brauchwasser trinken. Daher muss es zu Trinkwasser bereinigt werden, indem es abgekocht wird. Beachte dabei, dass sich die Feuerintensität während des Prozesses verringert. Das wird definitiv etwas Feinanpassung erfordern. Okay. Also für einmal Wasser verbrauchen wir 5-10% von unserem Feuer. Okay, und für Feuer erhalten müssen wir, glaube ich, immer ein Holz investieren, ne? Ja, komm, machen wir mal gleich 2 Wasser. Lagerzustand. Wir werden, was wir betrachten, wir formen unsere Werkzeuge, danach formen unsere Werkzeuge uns selbst. Dies wird zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Tutorial behandelt und ist vorher nicht verfügbar. Okay. Jetzt ist es Zeit, deinen Charakteren einige Aufgaben zuzuteilen. In deinem Schiffswrack gibt es noch immer ein paar Vorräte, die jemand plündern sollte. Ah, okay. Werkstatt, unser Haus, das Feld, der Wald und unser Schiff. Alle Charaktere können über die Seitenleiste eingesehen werden und müssen einfach nur auf den Aktivitätsplatz im Lager gezogen werden. Okay. Zieh zuerst Moira auf den Suchenplatz. Da, okay. Großartig. Wir werden uns später ansehen, wie alle zugeteilten Aufgaben ausgeführt werden, sobald jeder etwas zu tun hat. Jemand sollte sich darum kümmern, etwas mehr Wasser zu holen. Ziehe Bleu-de-Vet auf den Wasserholenplatz. Hier. Wasser holen. Du musst definitiv dein Lager ausbauen, wenn du dort anständig leben willst. Die Werkstatt aktiviert die Herstellungsaktivitäten und bietet mehrere Möglichkeiten, um dein Lager auszubauen. Du kannst neue Aktivitätsstationen bauen und auch vorhandene Stationen verbessern. Teile Eirik dem Herstellenplatz zu. Herstellung. Wähle einen Bauplan. Einige Stationen bieten zusätzliche Optionen, die per Klick auf die jeweilige Station zugänglich sind. Achte darauf vor allem, wenn gerade eine neue Station gebaut wurde. Klicke auf die Werkstatt und wähle einen Bauplan. Okay. Holz ist eine grundlegende Ressource, mit der du das Feuer am Leben erhältst und einige weitere Dinge herstellst. Es ist vermutlich ein guter Zug, so schnell wie möglich ein Holzfällerlager zu bauen. Na, dann machen wir das doch. Ah, sogar noch mit eigenen Bäumen dafür. Cool. Dafür brauchen wir 5 Holz und 5 Seile. Die Insel ist von einem wunderschönen Wald bedeckt, weshalb es kein Problem ist, Bäume zu finden, aber die Bäume zu fällen und sie ins Lager zurückzubringen, schon. Ermöglicht die Aktion Holzfällen für einen Charakter. Die Werkstatt ist momentan bestätigt, was durch die Farbe des Hammer-Symbols angezeigt wird. Okay. Der Zustand jeder Station mit Ausnahme des Schiffswracks und des Expeditionslagers verschlechtert sich jede Nacht und jedes Mal, wenn sie von einem beliebigen Charakter benutzt wird, ein wenig. Ein schlechterer Zustand bedeutet eine geringere Effizienz. Achte daher darauf, sie regelmäßig zu reparieren, um die maximale Produktionsleistung zu bewahren. Ah ja, okay. Und wo repariere ich das? Ich brauche dafür
Ah ja, okay. Zustand ist aber immer noch gut, dann lassen wir es erstmal so. Zu guter Letzt die Erkundung. Denk daran, dass deine Familie gerade erst auf einer unbekannten Insel gelandet ist. Wer weiß schon, was sie dort finden werden. Ressourcen, Gefahren, vielleicht sogar andere Menschen. Teile Kari dem Erkundenplatz zu. Kari. Endlich haben alle Charaktere etwas zu tun. Du musst die Zeit verstreichen lassen und das Ergebnis jeder Aktivität beobachten. Okay. So, wir haben 4 Holz gesammelt, 3 Seile, 2 Stoff, 5 rohe Fische, 8 Angelköder, eine Engelwurzsalbe, 4 Schöllkrautsalben und sie ist etwas erschöpft. 22. Wieso geht denn da die Depression hoch? Weil sie ihr Schiff untersuchen musste. Okay, er verbraucht 5 Holz, 5 Seile. Und das Holzfällerlager ist zu 66% fertig. Okay. So, wir haben 3,5 mehr giftiges Wasser sozusagen. Ah, okay, sie verbraucht Wasser, wenn sie erkunden geht. Ein neues Gebiet hat sie entdeckt. Den Wald und den Strand zu einem Teil. Sieht aus, als hätte Kairi die Erkundung eines neuen Gebietes der Insel abgeschlossen. Werfen wir einen Blick auf das, was sich dort befindet, indem wir die Karte verwenden. Ah, das ist ja cool. Klicke auf das neu entdeckte Gebiet mit einem roten Ausrufezeichen, um es zu öffnen. Jedes Gebiet umfasst genau eine Sache, mit der du interagieren kannst. Finde sie und klicke darauf, um alle verfügbaren Aktionen anzuzeigen. Die meisten dieser Aktionen können nur begrenzt häufig ausgeführt werden, zum Beispiel 2-mal. Und die roten Aktionen zeigen, dass du danach keine andere Aktion ausführen kannst. Bitte beachte, dass sich diese Aktion nicht auf die Tageszeit auswirkt. Du kannst daher so viele Aktionen wie möglich ausführen. Du kannst auch einige Aktionen auf später verschieben. Okay. Feuerschaumbaum. Du stößt auf einen großen Baum, der mit Pilzen übersät ist. Es ist der einzige Baum in der Nähe in einem solchen Zustand. Du fragst dich, warum. Ist der Grund dafür der goldene Saft, der aus der Rinde austritt? Okay. So, warte mal. Heißt das hier was? Ach so, verletzt, Depression, Leiden, Hunger und Erschöpfung. Okay. Ernten 37. Ja, dann würde ich das jetzt sie machen lassen. Du schaust dir verwundert die Pilze an der Rinde an. Du kannst dich nicht erinnern, wozu sie verwendet werden. Du kratzt dich am Kopf. Ha! Es ist Feuerschwamm. Ah! Nee, das sammle ich natürlich. 72% Chance. Nein! Du kratzt die Rinde mit einem Messer ab, um den Feuerschwamm zu gewinnen. Leider rutscht es dabei etwas zu weit und du schneidest dir in deinen Finger. Du hast dabei zwar etwas Blut verloren, doch wenigstens hast du jetzt Feuerschwamm. Ah, okay, aber wir haben ihn zumindest. Das heißt, wenn das Feuer ausgeht, können wir schon mal einmal das wieder machen. Okay. Ja, wir sammeln auch noch Holz, würde ich sagen. Waldbau. Effizienz für jede Waldbauvisite. Okay, da ist Eirik am besten. In beidem. Der Baum ist nicht wirklich gesund, weshalb es schwierig ist, gute Zweige zu finden. Du nimmst die Herausforderung aber an. Du beginnst damit, gesundes Holz zu sammeln. 8. Okay, 8 Holz. Ich versuch's mal noch einmal. Fuck. Du findest ein schönes Holzstück. Du ziehst es aus dem Baumstamm. Dabei wird ein seltsam aussehender Pilz gelöst. Dessen Sporen verteilen sich auf deinen ganzen Arm. Oh nein! Du wischst sie weg, spürst jedoch ein Jucken. Du kratzt dich, doch es juckt nur noch mehr. Verdammte Sporen. Okay, wir haben aber plus 1 Waldbau. Aber sind erschöpfter. Okay. Leiden auch hoch. Okay. So, und Saft untersuchen. Okay, sie ist ein ganz kleines bisschen besser. In der Moira. Schaust du den Saft genau an. Er ist sehr klebrig und hat eine schöne hellbraune Farbe und einen süßen Geschmack. Du leckst an dem Saft und er schmeckt unglaublich. Er ist süßer als Honig. Ah, Depression runter. Sehr gut.
Wir versuchen was zu sammeln. Oder trinken wir noch mehr, damit sie keine Depression mehr hat. Aber sie ist eigentlich gerade ganz fit. Ja. Du leerst deine Wasserflasche aus und füllst sie mit der leckeren Flüssigkeit. Wenn du die Flüssigkeit fermentierst, wird sie einen leckeren Met abgeben. Sehr gut. Met! Wir haben Met. Die Welt ist gerecht. Wir sind gerettet. Wir haben Met. Einige Gegenstände sind nutzbar. Das bedeutet, dass sie sofort auf einen bestimmten Charakter angewandt werden können. Diese sind sehr nützlich, damit der jeweilige Charakter einsatzbereit bleibt. Denk also daran, sie einzusetzen. Du kannst über die Seitenleiste auf das Gegenstand verwenden Fenster klicken. Oder indem du direkt auf den Charakter klickst. Okay, warte. Über die Seitenleiste war das hier. Ah ja, okay. Okay. Versuche einen Gegenstand auf einen Charakter anzuwenden, der ihn am meisten braucht. Oder weil du eine persönliche Präferenz hast. Immer ist es deine Entscheidung. Okay, wir haben Engelwurzsalbe, die heilt 10 Depressionen. Dann haben wir Schellkraut, das heilt 10 Leiden. Und Alkohol, der aus fermentiertem Honig hergestellt werden wurde. Oh, Moment, das ist der Timer. Er soll den Trinker in einen Dichter oder Gelehrten verwandeln. Es gibt minus 20 Depressionen und gereizt. Minus, ach so, die Chancen. Also wir haben 50% Chance, dass er 20 Depressionen weniger hat, aber gereizt wird. Minus 40 Depressionen, der ist betrunken. Oder plus 10% Krankheit und Erbrechen. Das heißt, bei mir ist quasi ein Risiko dabei. Okay, warte mal. Wir haben hier Leiden und Depressionen haben wir was gegen. Sie hat 25 Depressionen. Das können wir schon mal überlegen. Ihr geht's gut. Ihr geht's soweit auch gut. Dann geben wir, blöde Wett, das hier gegen Depressionen. So. So, soweit sind eigentlich alle ganz gut im Schuss. Um das Wohlbefinden und die Effizienz der Familie sicherzustellen, ist das wichtigste Werkzeug das Charakterprofil, in dem du alle Informationen findest, die du über jeden Charakter brauchst. Du kannst über die Seitenleiste auf das Charakterprofil zugreifen oder indem du auf den Charakter klickst. Ah ja, okay. Jeder Charakter hat verschiedene Stärken, die durch ihre Fertigkeiten zum Ausdruck gebracht werden. Fertigkeiten steigen mit der Zeit, sobald sie eingesetzt werden. Fertigkeiten werden in 4 Kategorien unterteilt, die jeweils durch verschiedene Elemente der Gesundheit des Charakters negativ beeinflusst werden. Okay. Die Gesundheit eines Charakters besteht aus 5 verschiedenen Teilen. Wenn auch nur einer dieser 100% erreicht, stirbt der Charakter. Wenn eines deiner 4 Familienmitglieder stirbt, ist das Spiel vorbei. Okay, also es darf niemand sterben. So, okay. Also. Okay, also Gesundheit setzt sich hier halt aus Erschöpfung, Hunger, Leiden, Verletzung und Depression zusammen. Dann haben wir hier halt die 4 Charakterwerte, zum Beispiel Stärke, beeinflusst stärkebasierte Aktionen. Okay, und sie hat halt mehr Erschöpfung bei Werkstatt, Schmiede, Wasserversorgung, Holzfällerlager, Bergbaulager. Okay, da müssen wir also gut drauf achten. Okay, dann hier halt... Okay, sie kriegt weniger Depressionen, wenn sie zum Beispiel das Schiffswrack oder das Lazarett untersucht, weil sie einfach mutig ist. Okay. Okay, das müssen wir uns gleich auf jeden Fall nochmal gut durchlesen. So, dann haben wir erworbene Fähigkeiten. Ah, okay, das ist jetzt, wenn man hier quasi Dinge mit ihr macht, dann wird sie darin besser. Und dann haben wir hier die Ausdauer noch. Genau, Erkundung kann sie gut plündern, Bergbau geht und Ernten geht. Waldbau und Gartenbau kann sie nicht wirklich. Okay, also sie ist mutig und gut halt in allem, was Erkunden, Plündern und so weiter ist. Sie kann jagen und sie kann angeln aktuell. Sie ist gewandt und sie kann sich tarnen. Sie kriegt weniger Verletzungen, wenn sie das Jagdlager unterstützt.
Okay, und weniger Wahrscheinlichkeit, dass sie einem Feind begegnet. Okay. So, Eirik ist stark. Verfassung. Hier ist er überall durchschnittlich im mentalen Bereich. Kann auch angeln und jagen halbwegs. Und er kennt sich gut aus im Waldbau. Bergbau geht und Erkundung geht. Okay, Stärke ist so auf jeden Fall sein stärkster Wert. Unfreiwilliger Held. Ruhlose Abenteurerin. Okay, da müssen wir auf jeden Fall, immer, bevor wir Entscheidungen treffen, nochmal reinschauen, bis wir sie auswendig kennen. So, sie ist in guter Verfassung. So, sie kriegt, kann auch besser das Schiffswrack und so weiter untersuchen. Weniger Depressionen bei Holzfällerlager und Bergbaulager. Sie ist charismatisch. Okay, das müssen wir uns merken. Sie ist charismatisch. Mutig. Plündern, Bergbau kann sie gut. Kochen. Okay. Und Moira. Okay, kann hiervon nichts so richtig gut im physischen Bereich, aber sie ist sehr, sehr intelligent. Sie ist weise. Okay, zum Beispiel kann sie im Lazarett gut eingesetzt werden und im Fischerlager. Ja, und hier ist sie auch so durchschnittlich und sie kann ziemlich gut mit Tieren umgehen. Okay. Ah, das ist ziemlich cool. Gerissenheit. Ah, okay, jetzt hat sie ja noch... Sie hat 50% EP-Gewinn, aber sie hat einen schwachen Körper. Das heißt, ihr Leiden wird schneller erhöht. Sie erkundet schlechter. Ist im Waldbau schlecht. Und sie... Nochmal, sie ist kränklich. Okay. Unbarmherzig. Das heißt, sie erschöpft weniger leicht. Kann nicht ruhig sitzen bleiben. Das heißt, sie kriegt weniger Erfahrung durch Kochen und so weiter. Sie hasst Tiere. Okay, also da macht sie nicht viel Sinn im Tierumgang. Herstellen kann sie nicht und sie ist gebrechlich. Er ist ein potenzieller Held. Konzentration, Ausdauer, Fertigkeit, EP gewinnen. Er hat Depressionen, kriegt er schneller. Er ist willensschwach. Nochmal Depression, also er kriegt sehr schnell Depressionen. Er ist schlecht im Tarnen und er hasst es zu laufen. Das heißt, durch Erkundung kriegt er nicht viel Erfahrung. Und Blödewett hat einen gesunden Körper. Sie leidet also weniger schnell. Im Bergbau und so ist sie sehr schlecht. Sie ist schwach. Sie ist laut und sie ist gebrechlich. Okay, gut, dann haben wir unsere Charaktere jetzt kennengelernt. Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hat viel Potenzial jetzt schon, das Spiel, muss ich sagen. Dann gucken wir nächste Runde hier weiter und schauen mal, ob wir die ersten Nächte in dieser unbarmherzigen Welt überleben. Bis dahin, euer Gauton und ciao.